Hey, 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 und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode von Pokémon Y Randomizer Nuzlocke, die von Meme so erstellt worden ist. Meine Güte, war das wieder lang. Diesmal geht's in die Arena. Wir haben auch schon kräftig gegrindet. Meme so hat mir gesagt, so 16 wäre top tatsächlich. Ich bin gespannt, was kommt und wie schwer er die Arena gemacht hat. Wir haben unsere beiden Starter, also Chalice und Dan. Starter-Pokémon, Dan ist ja eigentlich nur unser Starter, auf 15 trainiert, das heißt, in Arena wird sich's entwickeln, was ganz geil ist. Nils und Run schützen auf 16 und Schnudi habe ich mal auf 15 gelassen. Ich glaube, der braucht da gar nicht mehr so lange hin. Ja, es geht, der kann auch gut und gerne mal 16 werden in der Episode. Schauen wir mal. Was Neues haben wir eigentlich nicht gelernt. Doch, Gewissheit haben wir gelernt jetzt auf Nils und sonst Rasierblatt auf Chalice und ja, dann gehen wir mal einfach in die Arena, würde ich sagen. Und ich habe extra hier anfangen wollen wegen der Musik, weil der Bass ist so geil irgendwie. Also ich habe es bei mir jetzt so basslastig drin in den Kopfhörern und der Bass ist halt echt sick. So dumm, 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 dumm. Und das ist irgendwie cool. Naja, egal. Wir gehen einfach mal weiter und machen die Arena. Gestern sollte eigentlich noch VDC kommen, aber dadurch, dass ich gestern krank war und es immer noch bin, konnte ich leider nicht so wirklich aufnehmen. Mir ging es echt nicht gut und deswegen holen wir VDC einfach morgen nach. Und heute bin ich, denke ich, fit genug auf jeden Fall für eine Nuzlocke, aber nicht fit genug für VDC. Deswegen habe ich das auch so auf Mittwoch verschoben, tatsächlich, so. Leider, leider. Manchmal ist das halt so. Da kann ich nicht wirklich jeden Tag hochladen. Und, ja. Vor allem, weil ich nicht so oft Bulk recorde. Also, ich mache meistens immer eine Aufnahme und das war's dann. Weil ich nicht so der Typ dafür bin, irgendwie mehrere Aufnahmen miteinander zu machen, weil ich dann schon meine ganze Energie in eine Aufnahme stecken will und wenn ich dann eine nächste mache, geht dann ein bisschen die Energie flöten und das mag ich nicht so. Okay, mein Gegner leadet hier mit Vivian. Vivian. Da möchten wir natürlich nicht drin bleiben, ungerne drin bleiben. Ich glaube, ich gehe tatsächlich sogar in Dan. Weil der könnte sich dann vielleicht nach dem Kampf sogar entwickeln. Je nachdem, was dieses Vivian vorhat. Ich hoffe, keine Quiver Dance. Windstoß ist fein. Ja. Das macht doch gar nichts. Das ist vollkommen legitim. Ich hoffe, wir sind nicht overleveled. Mims Meister 15. Aber wenn das jetzt schon 11 ist, erst so. Wobei, die Movesets sind ja geupdatet und die haben ja EVs teils. Wobei, die das mit EVs sind, glaube ich, erst ab der zweiten Arena. Sind die extra verstärkt. Deswegen schauen wir mal. Ich würde fast sagen, Tackle macht mehr, weil wegen Lichtschild. Schauen wir mal. Tatsächlich gibt sich das gar nicht so viel, würde ich vermuten. Ich glaube, ich gehe aber trotzdem weiter auf... Oh, Crit. Okay, ich gehe weiter trotzdem auf... Ist das ein Speed-Teil? Okay, egal. Ja, der Tackle sollte jetzt reichen, oder? Ja, ja, ja. Easy. Wir haben auch genug Tränke, falls wir da... in eine blöde Situation kommen. Oh, Biss. Ja, das nehme ich gerne an. Würde sagen, statt Rutenschlag... Tackle kann auch ganz gut sein für... Puh, Starmie? Was laber ich da? Für... Tohaido. So, für Tohaido wäre es cool. Dann haben wir jetzt schon mal unsere erste Entwicklung. In der Arena. Bruder, was? Bruder Duda? Bruder Dude? Old Town Ladies sing the song, Bruder Duda. Da, 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 Bruder Duda Day. Muss ich gerade so denken, ey. Hat er eine neue Fähigkeit oder bleibt es bei Immunität, ist die Frage. Ja, das werden wir dann sehen, du. Das werden wir dann sehen. Ja, unser... Was, warum, Haram? Okay. Schauen wir mal. So, wie bist du drauf? Hast du Immunität noch? Innere Kraft, das ist okay. Basically reinkarniertes, wiedergeborenes Starmie, so. Ein wiedergeborenes Starmie. So, ich gebe dir mal den Trank. Wir wissen halt nicht, was noch so auf uns zukommt in der Arena. Können ja ein bisschen safe bleiben. Das ist natürlich die falsche Richtung, da wollte ich nicht hin. Warte, so, ich mache ihn hier links, rechts.
Okay. Bruder, ich, warte mal, ich, den möchte ich sowieso bekämpfen. Wie kommt er mit dem Schlupuk? Schon wieder ein Pokémon, was wir nicht mit Chalice touchen können. Das ist doch wieder super. Ist egal. Wir gehen einfach in... eigentlich ist Nils der Play. Ja, komm. Ich glaube sonst... Oh, da hat es kurz aufgegangen. Okay. Eigentlich ist Nils der Play. Ich will nicht, dass das Video irgendwie... Also ich will nicht, dass das so 100 Jahre dauert, bis wir das Ding besiegt haben. Oh, Giftwolke. Doof. Ja, mit Sandgrab sollten wir uns auf jeden Fall ganz gut rausziehen können, oder? Ja, wobei, der überlebt bestimmt ein, auch wenn es sehr effektiv ist. Ja, aber gut. Pfund. Vergiftung, Mann. Das Schlimmste, glaube ich, was echt passieren kann, ist, dass wir ein Mon mit einer, ein gutes Mon trainieren und das dann plötzlich Normalizer kriegt. Musst du das denn unbedingt machen? Warum, warum? Gewissheit! Yo! Das macht Schaden. Das macht richtig guten Schaden. Okay, Schlubuck ist dead. Down. Chalice ist, ich hoffe, wir kriegen jetzt noch einen Water-Type als Gegner. Oder irgendwas, was unser Chalice touchen kann, weil... Der will mir was geben. Tafelwasser. Yo, wir kriegen immer mehr Heil-Items. Das ist optimal. So. Nur so ein Antigift wäre halt super. Haben wir nicht. Haben wir eine Beere, die... Nein. Ah, gefällt mir nicht. Aber wir müssen wahrscheinlich so oder so... Warte mal. Ah. Wie das klatscht, Alter. Ja, einmal, nein, einmal drumrum, oder? Auch nicht. Warte mal. Ich muss jetzt überlegen, wie... Ich fühle mich minimal verarscht, aber... Ah! Ah ja! Ah ja! Aber zuerst kämpfen wir gegen die. Und dann hoffe ich, dass Chalice irgendwie... Irgendwie ein Level-Up bekommt. Dann haben wir nämlich auch einen Shellkiran. Okay, ist nur Level 9. Oh Gott. Ich dachte gerade so, okay. Okay, das Mon, wo man in Draft liegen oder generell im Competitive nicht wirklich den besten Switch-In findet heutzutage, ist dann plötzlich in der ersten Arena. Das Ding ist ein Biest. Das macht ordentlich Schaden. Rasierblatt aber auch. Crit, nice. Hier. Ja, okay, das geht voll in Ordnung. War nur ein Tackle, aber das ist halt... Bei 7 Level Unterschied und einem schwachen Normalangriff immer noch 7 KP macht, ist halt schon bedächtlich. Beachtlich. Beachtlich gut. Oh, warte, der muss Level 18 werden, oder? Fluch? Ja, das nehme ich an. Ah, gegen Absorber. Das brauchen wir nicht. Wenn wir eh physisch sind, brauchen wir das sowas von nicht. Krannenbull. Okay. Komm, wir gehen in Hutsasa. Ich glaube, der resistet den halt super gut. So. Wir haben so... Ja, wobei, wir haben Megasauger gelernt. Das ist gut.
Aber so ein Giftangriff wäre noch ganz geil für eben solche Feen wie diese. Ich mag die Animation von Grimasse. In der Gen. Ist super geil. Der Biff macht nicht so viel. Der macht nur 6 KP. Das ist voll. Der hat doch die Fähigkeit von Mega Kangama. Dude. Ich möchte einen Granbull haben. Habe ich noch nie in der Lok gesagt, aber hey, ich möchte einen Granbull haben. Geil. Sehr geil. Ich warte immer noch auf die Fähigkeiten von Gardevoir, Phenontor. All diese Fähigkeiten, die halt bei Phenontor ist, glaube ich, Oras gewesen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich krieg das nicht ganz zusammen. Ich hätte gern diese Pixelate, was weiß ich. Ne? Wäre schon geil. Das kloppt auch ganz schön hart dann rein, so die Normalattacken. Ja, also ein Feuermon mit der Fähigkeit von Phenontor oder so. Die gibt mir auch was. Eisheiler, okay. Kannst du mir nicht ein Gegengift geben, dann muss ich nicht zurückrennen. Okay, ich muss zurückrennen. Passt schon. Wir haben genug Zeit für die Arena. Könnte auch ein bisschen sein, dass wir overlevelt sind, aber dann machen wir es bis zur nächsten Arena halt nicht mehr so. Wobei die zweite Arena anscheinend recht assi ist. Das heißt, so ein bisschen overlevelt sein wird, glaube ich, doch nicht so schlimm sein. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ah, jetzt. Jetzt haben wir es raus. Raus. Parcours. Jetzt haben wir es raus. Noch ein Stück. Keine Sorge, Boss, die paar Kratzer bauen wir aus. Bada shiba badu. Brapa shlapa da ba da bu. Bede be 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 re. Be 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 be. So. Mal so. Wie war das? So. Okay, wir sind bei der Arena-Leiterin. Das heißt, Chalice entwickelt sich vielleicht nach ihr. Oder gar nicht. Kommt drauf an, ob wir verkacken oder nicht. Ja, würde ich sagen. Ich glaube, ich bleib drin. Ah, was sagt sie denn? Bin mal gespannt. Dieser angespannte Gesichtsausdruck des Herausforderers vor dem Kampf. Ja, sehr gut. Genau danach suche ich. Ist es vielleicht sogar das erste Mal, dass du dich an einer Arena versuchst? Wirklich sehr gut. Die Enttäuschung im Angesicht der Niederlage eignet sich ebenso gut als Fotomotiv wie die Freude im Augenblick des Sieges. Ja, das wird wirklich sehr gut. Nun weißt du, was dich jetzt erwartet. Denn hier komme ich, Viola. Ich habe den Sieg fest im Blick, so wie mein Fotoapparat ein gutes Motiv im Fokus hat. Imagine, du bist noch so wirklich ein... Oh, geile Musik. Imagine, du bist so ein kleines Kind, verlierst, kannst damit nicht umgehen, heulst dich richtig aus und sie kommt so, ja, weitermachen, ja, so gut, beug dich mehr nach links, ah, oh, ja, die Tränen habe ich aber gut eingemacht, so, fuck you. Oh ja, Doppelkampf, yo, Alter, die hat doch nicht allen Ernstes Follow Me, oder? Oh Mann, was? Die ist ein Spotlight, oder, mit Freundeshut? Ach, Mann.
Mama Rasierblatt für den Crit. Und Aquaknarre hier. Yo, Alter, das wären richtig wie die Z-Strats oder was? Holy shit. Rasierblatt Crits. Okay, das war schon ein Crit. Double Crit. Schade. Mondgewalt. Okay, auf. Chalice. Okay, es macht nichts. Special Attack Drop. Okay, nicht schlimm. Ich glaube, ich switche ihn aus und versuche mit Aquaknarre auf Pipi noch den rauszunehmen. Gut, dass es kein Flame Mob hat. Das wäre echt kritisch. So, ich fühle mich wie ein VDC. Ich habe Hut Sasa draußen. Bin ich ein guter VDC-Spieler? Ich habe einen Hut Sasa. Tastfluch? Yo, Alter, Assi. Okay. Schnuti! Dann ist auch Level 17. Sehr gut. Bis auf. Das macht gar nichts. Wir haben echt gute Def. Excuse me, what the fuck? Ich gehe in Run the Jewels. Ich kann das nicht riskieren und gehe einfach auf eine Aquaknarre. Es ist blockiert, stimmt ja. Ich beiß. Ich beiß dich. Okay. Schutzschild. Das ist okay. Das gibt mir nochmal eine Chance, von Tastfluch geheilt zu werden. Double Protect. Okay. Interesting. Ich frag mich, ob das intelligent ist. Würde sagen, wir machen erstmal da Nachtnebel drauf und gehen nochmal auf den Biss in den Tonupto-Slot. Oh. Okay. Wir sind tatsächlich schneller, das macht gar nichts. Nice, Dan. Sehr gut. Okay. Weißt du was, ich gehe auf den Panzerschutz, solange ich noch mit Tastflug blockiert bin. Oh, Double Protect, Alter. Wofür? Wofür? Ich gehe auf den Panzerschutz. Wir wollen ein bisschen unsere Def erhöhen. Rock Slide. Das war eine gute Wahl von mir. Ja. Können wir ein bisschen mit Nachtnebel arbeiten. Okay. Yes! Das heißt, wir können jetzt mit... Der killt doch sowieso mit... Ja, ich gehe mal auf den Zenhead-Bad für den Fall, dass wir den rauskriegen. Und gehen auf eine Aquaknarre. Okay. Schon ob der Range ist ein bisschen interessant. Aber das ist okay. Ich glaube, Aquaknarre plus Zenhead-Bad sollte reichen. Pursuit. Der macht aber nichts, weil Run the Jewels ein Biest ist. Ja, da hätte ich doch nach Nebel machen sollen. Ich habe nicht gedacht, dass die jetzt schon... Oh, okay. Oder, ich mach Silberblick. Erinnert sehe ich nicht ganz. Nee, wobei, wir wollen ein bisschen Chip verteilen. Wir wollen ein bisschen Chip verteilen auf Radikal. Und gehen einfach mit einer Aquaknarre drauf. Ja. Ist okay. Das heißt, Tonupto protected nicht. Wir nehmen es mit einer Aquaknarre raus. Sehr gut. So. Holy shit. Okay. Okay. Yeah. Gengar, okay. Mega Gengar. Holy shit. Ich glaube, Nachtnebel und Biss könnte eventuell sogar reichen. Das hat sogar Spukball. Komm. Oh, Alter. Mega Gengar ist krank. Schade um Run the Jewels. Okay. Das hat Kleckdorn. Okay. Ich gehe, glaube ich, in... Oh, sorry. Das war jetzt doof von mir. Ich habe gerade gegen mein Mikrofon gehauen. Ich glaube, ich gehe in Nils. Und muss wohl auf eine Gewissheit gehen, ne? Und auch auf ein Biss.
Entweder Biss oder ich heile mich. Ich glaube, ich switche tatsächlich sogar. Dings aus. Dan aus. Und fangen wir mit Schnuti so ein bisschen die Moves ab. Regen wäre jetzt geil. So, Radikal setzt Schutzschild ein. Das ist super. Ich glaube, er hat nichts um mein... Oh, gute Wahl, Kentakio. Sehr gute Wahl. Das hätte nämlich Dan, glaube ich. Uff, das war close. Ja, Klettern. Okay, nice Strats. Wir haben hier die VGC-Strats am Laufen, Leute. Ich bin heiß. Ich wollte heute kein VGC spielen. Wir haben die Double Strats am Laufen. Und so. Dan ist schon Level 19. Lil Minip, das ist okay. Ich glaube, ich gehe mit Crook raus in Chalice und heile mich erstmal. Ja. Ah, ich finde es so schade, dass wir Run the Jules verloren haben. Aber irgendwas musste gesackt werden. Ich glaube, der war noch mit am okaysten tatsächlich. Leider. Also kein Mega Zubiris für uns. In der Zukunft. Okay. Ruckzucki. That's fine. Der macht uns nicht viel. Gigasauger. Das ist super. Ja, das ist super. Call. Habe ich gecallt. Okay, habe ich eigentlich nicht. Woher soll ich das wissen? Aber ich glaube tatsächlich, ich verliere nichts daran, wenn ich Fluch drücke, weil ich tank auf jeden Fall jeden Hit. Und kann, denke ich, mit mit Megasauger erstmal das Radikal rausnehmen. Oh, das ist dangerous. Okay, das ist nicht so dangerous, wie ich dachte. Ich setze erstmal einen Fluch ein. Und jetzt kann ich, glaube ich, auf ein Rasierblatt gehen und Megasauger in Radikal. Rechte Hand ist, glaube ich, okay. Wir sollten da... Rechte Hand Schutzschild, wow, okay. Cool. Ja, ich kann das. Boah, es macht guten Schaden. Okay. Bis. Wir sind noch plus 1, macht nicht viel, habe ich mir schon gedacht. Und Rasierblatt sollte eigentlich Radikal jetzt ausnocken. Okay, er hat eine Beere. Aber Rasierblatt auf plus 1 macht auf jeden Fall genug. Gigasauger. Okay, es macht tatsächlich mehr als ich dachte, aber das ist okay. Ich glaube, Radikal ist in Range für einen Kill auf plus 1. Ja, easy. Okay, cool. Okay, und damit ist Chalice auch auf jeden Fall weiterentwickelt. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass kein Feuer-Pokémon kommt, sondern Water-Type. Verwurzler. Ah, nee, komm. Jetzt hat auch Level 18 erreicht. Der hat selbst Nutzasser, okay. Der ist am kritischsten, glaube ich sogar. Könne nichts raus. Ich heile. Ich klicke auf Wachstum. Okay. Das ist, glaube ich, schon fein. Außer er hat jetzt Matschbombe, das weiß ich halt nicht. Das kann halt alles sein. Megasauger. Okay. Ich würde, glaube ich, trotzdem nochmal auf... Nee. Ich glaube, ich würde tatsächlich nochmal auf Fluch gehen. Und, auf Erstaunen, Utsasa. Vielleicht kann ich ja... Ah, es macht noch viel zu viel, ne? Vielleicht kümmere ich mich doch um Lumineep. Okay. Macht halt nix. Okay. Ich gehe nochmal Fluch. Ich heile jetzt Chalice.
Und greife erstmal mit der Stauner dieses Lil Minip an. Und dann können wir vielleicht auf plus 2 dieses Lil Minip rausnehmen. Und dann ist es nur noch Hut Sasa gegen den Rest der Welt. Geh schon mal auf der Stauner in den Lil Minip Slot. Das wäre ganz gut. Er hat ja nur seine Spezialverteidigung erhöht. Wir müssen das nur gut runterspielen. Dann passt das. Jo, macht voll viel Schaden. Ah, das gefällt mir nicht so. Also es geht. Im Endeffekt ist es halt so, dass... Sehr gut. Im Endeffekt ist es halt so, dass wir Hut Sasa haben und er kann unser Hut Sasa nicht Toxic Storm. Oh. Wenn er Matchbombe hat, bin ich geliefert mit einem von beiden, ne? Okay, Lil Minip habe ich raus. Das heißt, wir haben nur noch einen Mon, was wir angreifen können. Das heißt, wir können es double targeten. Mega Sauger, okay. Vielleicht reicht ja Tackle plus. Okay. Ah, das ist auch eine Beere. Come on, man. Wir überleben aber noch Toxic plus Angriff von ihm. Er hat immer noch keine Matchbombe gezeigt. Das heißt, ich glaube nicht, dass er die hat. Das heißt, mit Tackle und Erstauner sollten wir den auf jeden Fall besiegen. Und wir können nur mit Erstauner zurückflinchen lassen. Zurückschrecken lassen. Das ist auch noch so eine Sache. Hat er nicht. Aber Tackle sollte jetzt ab der Range reichen auf plus 2. Und dann haben wir den Arena-Leiterkampf gewonnen. Und nur mit einem Mon. Verlust. Okay, das war wie ein VTC-Kampf gefühlt so. Jetzt sind meine Mons echt hoch, aber ich glaube, das ist fein, weil anscheinend werden die nächsten Arenen schwieriger. Eieiei, du und dein Team, ihr wart wirklich unfassbar gut. Ich lobe euch, ich preise euch, ich lobpreise euch. Ja, das war echt nicht easy, du. Und zur Belohnung entwickelt sich unser Schillas zu einem Schelke rein. Sehr gut. Super gut. Shake rein, it is. Ich bin gespannt, was für eine Fähigkeit es hat. Okay. Huiuiui. Mimso, du kannst stolz auf mich sein. Ich persönlich finde, ich hab diesen Arena-Kampf echt gut runtergespielt, ja. Der war echt nicht easy. Und ich muss sagen, ich hab den echt gut runtergespielt. Also muss mich da schon selbst proppen, so. Nein, ihr, du und dein Shake rein, ihr seid ein tolles Team. Ja, sehr gut. Genau danach suche ich. Bitte, das habt ihr euch verdient. Mal gucken, was für eine TM wir auch bekommen von ihr. Ist auf jeden Fall gut bei der Zeit, das muss man halt sagen. Aber, ja, kann mal eine längere Episode sein. Mit dem Krabbelorden gehören alle Pokémon bis Level 30 gehören... Erhören alle Pokémon bis Level 30 auf dich. Das gilt auch für Pokémon, die du im Tausch erhalten hast. Diese TM ist ebenfalls für dich, als Anerkennung deiner Stärke. Und wir kriegen doch Plage. Was aber cool auf Hut Sasa ist... Okay... Wir sind immermals einsetzbar. I know. Das war neu in der Gen. Und, ich darf hier weg. Okay, wir gucken noch ganz kurz, was Shakera als Fähigkeit hat. Und es hat Zuckerhülle. Okay, also wir sind davor geschützt, eingeschläfert zu werden. Was ziemlich nice sein kann. Haben wir innere Kraft, haben wir Pants out, Taschenmotor oder Zucker. Ja, sieht doch ganz gut aus soweit. Nächstes Mal geht's dann weiter mit ein paar neuen Encountern. Ich glaube, ich stelle mich einfach hier hin. Ja, das ist der perfekte Ort. Ich stelle mich einfach hier hin. Ja, die Arena haben wir geschafft. Leider nur mit einem Verlust. Ja, das zu Beerus weg ist halt doof. Ich hätte gerne Run and Jules noch behalten. Vielleicht hätten wir Mega Sableye Nüten bekommen. Es wird auch schmerzen, wenn wir einen finden werden. Aber gut, ein Verlust in der Arena mit einem Team, wo ein Mega Gengar drin ist. I mean, come on, das ist okay. Können wir mitleben. So, dann würde ich sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Habt noch schönen Nachmittag am Tag und natürlich ein nices Life. Macht's gut.